Deutschlandfunk. Historische Aufnahmen. Klischeehaft nannte man ihn den Gigli der Violine. Doch heute ist der Name Aldo Ferraresi kaum mehr ein Begriff. Die heutige Sendung soll diesen einst hochgeachteten italienischen Geiger wieder in Erinnerung rufen. Am Mikrofon begrüßt Sie dazu Norbert Hornig. Voller Hochachtung und ganz bescheiden sagte der berühmte russische Geiger David Oistrach über seinen italienischen Kollegen einmal: Warum fragt ihr mich, in Italien zu spielen, wo ihr doch Aldo Ferraresi habt? Dass Oistrach zu den Bewunderern von Ferraresi gehörte, hatte gute Gründe. Sorgte dessen kantables Spiel im Stile des italienischen Bel Canto in Verbindung mit einer hochentwickelten Violintechnik doch immer wieder für Furore. Die Kunst von Aldo Ferraresi ist vorwiegend in Rundfunkaufnahmen dokumentiert. Zu einer längerfristigen Bindung an eines der großen Plattenlabel kam es nicht. Von hohem dokumentarischem Wert ist daher die Sammlung von Studio- und Liveaufnahmen mit Ferraresi, die vor kurzem in einer umfangreichen CD-Edition des taiwanesischen Labels Rhine Classics erschienen ist. Das Material stammt größtenteils aus Rundfunkarchiven, aber auch aus dem Privatbesitz der Familie Ferraresi selbst. Violinenthusiasten haben jetzt die Möglichkeit, sich ein umfassendes Bild vom künstlerischen Profil des aus Ferrara stammenden Virtuosen zu machen. Unter den Einspielungen aus den Jahren zwischen 1929 und 1973 finden sich auch eine Reihe von Erstveröffentlichungen und außergewöhnlichen Raritäten. Hier erklingen aus dieser umfangreichen Diskografie einige besonders markante Aufnahmen mit Ferraresi. Zu Beginn Le Streghe, Opus 8, die Hexentänzer von Niccolò Paganini. Ferraresi spielt in dieser Aufnahme Paganinis berühmte Guarneri-Violine, die sogenannte Kanone. Thank you.
In einer Aufnahme von 1963 hörten Sie Le Streghe, die Hexentänze für Violino und Klavier Opus 8 von Niccolo Paganini, gespielt von Aldo und Augusto Ferraresi. Aldo Ferraresi wurde 1902 im jüdischen Ghetto von Ferrara geboren. Die Eltern erkannten das außergewöhnliche musikalische und geigerische Talent des Jungen sehr schnell und schickten ihn an die Frescobaldi-Musikschule der Stadt. Mit 12 Jahren wechselte er ans Konservatorium von Parma. Danach setzte er seine Ausbildung an der Accademia di Santa Cecilia in Rom fort und schloss mit Auszeichnung ab. Am Anfang von Ferraresis Solokarriere standen einige spektakuläre Debütkonzerte. In einer euphorischen Kritik aus dem Jahre 1918 war unter anderem zu lesen: Obwohl erst 15 Jahre alt, ist er bereits ein vollendeter Geiger mit hervorragender Technik. Mehr noch, er besitzt ein sensibles musikalisches Temperament, mit dem er in außergewöhnlicher Art und Weise auch die schwierigsten Werke interpretiert. Auf Anraten des Geigers Jan Kubelik nahm der junge Ferraresi dann noch Unterricht bei Eugène Isaïe in Brüssel. Isaïe war von den musikalischen und geigerischen Fähigkeiten des jungen Italieners sehr angetan. Er bezeichnete ihn als einen seiner besten Schüler. Das faschistische Regime in Italien und der Zweite Weltkrieg waren eine Last für die Familie Ferraresi, denn die Mutter war jüdischer Abstammung und Repressalien ausgesetzt. Doch die Zeit der Bedrängnisse ging vorüber und Ferraresi schaffte den Sprung auf die internationalen Podien. Er konzertierte in der Mailänder Scala und in der Royal Festival Hall. Tourneen führten ihn durch Europa und Russland und bis in die Vereinigten Staaten. Ferraresi spielte unter vielen renommierten Dirigenten wie Hermann Scherchen, Hans Knappertsbusch, Arthur Rozinski, Paul Kletzky, André Clutens und Carlo Maria Giulini. Furore machte Ferraresi 1948 mit der Uraufführung des ihm gewidmeten und haarsträubend schwierigen Violinkonzertes von Mario Guarino unter der Leitung von André Clutens in Mailand. 20 Jahre später entstand in Basel die Ersteinspielung des Werkes mit dem Radioorchester Bero Münster unter der Leitung von Carlo Farina. Thank you.
Das war das Rondo alla Paganini, das brillante Finale aus dem Violinkonzert von Mario Guarino in der Ersteinspielung von 1968 mit Aldo Ferraresi und dem Radioorchester Beromünster unter der Leitung von Carlo Farina. Ferraresi hatte ein großes Repertoire, das neben den klassischen und romantischen Violinkonzerten von Mozart bis Elgar auch viele Raritäten umfasste. So findet man in seiner Diskografie unter anderem zwei Aufnahmen des Violinkonzertes von Mario Guarino und das ebenfalls ihm gewidmete Violinkonzert von Stjepan Šulek, das vierte Violinkonzert von Antonio Bazzini sowie kaum bekannte Werke für Violino und Klavier von Franco Alano und Karl Höller. Ferraresi erspielte sich schon früh den Ruf eines spektakulären Paganini-Interpreten. Er war der erste Geiger, der schon in den 1920er Jahren sämtliche 24 Solokapricen in einem Konzert aufführte. Jahrzehnte vor Paganini-Spezialisten wie Ossi Rinaldi oder Ruggero Ricci. 1950 spielte Ferraresi in Genua das erste Violinkonzert von Paganini auf der berühmten Kanone. Nur wenigen Geigern war bis dahin die Ehre zuteil geworden, auf Paganinis Konzertgeige spielen zu dürfen. Zu den Höhepunkten von Ferraresis umfangreicher Diskografie zählt ein Live-Mitschnitt des Violinkonzertes von William Walton mit dem Royal Philharmonic Orchestra unter der Leitung des Komponisten von 1955. Thank you.
Das war der zweite Satz aus dem Violinkonzert von William Walton mit dem Solisten Aldo Ferrarisi. Das Royal Philharmonic Orchestra spielte unter der Leitung des Komponisten in einer Live-Aufnahme aus der Royal Festival Hall vom November 1955. Ferrarisi war künstlerisch sehr vielseitig unterwegs. Er profilierte sich nicht nur als bravouröser Solist vor dem Orchester. Schon 1923 gründete er das Aldo Ferrarisi Kammerorchester, das er als Konzertmeister anführte. Als Primarius im Quartetto di Sanremo profilierte er sich als leidenschaftlicher Kammermusiker. Das Spiel seines Streichquartetts ist in Aufnahmen dokumentiert. 1963 entstand in Mailand eine Studioaufnahme des Klavierquintetts Opus 34 von Johannes Brahms, die auch als Langspielplatte erschien. Den Klavierpart spielt Marco Martini. Thank you.
In einer Aufnahme von 1963 hörten Sie den Pianisten Marco Martini und das von Aldo Ferraresi angeführte Quartetto di Sanremo mit einem Ausschnitt aus dem ersten Satz des Klavierquintettes Opus 34 von Johannes Brahms. In späteren Jahren unterrichtete Ferraresi als Violinprofessor am Konservatorium Niccolo Piccini in Bari, das von Nino Rota geleitet wurde. Das Angebot, Nachfolger von Ephrem Cimbalist, die Violinabteilung am renommierten Curtis-Institut in Philadelphia zu übernehmen, lehnte er ab. Ferraresi wollte sein geliebtes Italien nicht verlassen. Am 29. Juni 1978 starb er im Alter von 76 Jahren in Sanremo. Ferraresi verfügte über eine äußerst solide Technik, die vielleicht nicht auf dem allerhöchsten Niveau angesiedelt war, aber stets beeindruckte. Seine Aufrichtigkeit als Musiker wurde gern gelobt, wie auch seine tonschön durchgeformten Kantilenen. In der Geschichte des Violinspiels in Italien steht Ferraresi in der Reihe zwischen Arrigo Serato, Gioconda di Vito, Franco Gulli und Salvatore Accardo. Der große internationale Durchbruch war ihm jedoch nicht vergönnt. Und erst jetzt wird das diskografische Vermächtnis des Geigers wiederentdeckt. Ferraresi war nicht nur ein wissender Interpret des großen Konzertrepertoires, sondern auch ein Meister der romantischen Miniatur und des Virtuosenstücks. Viele dieser kleinen Kostbarkeiten, wie die Romanza Andalusa von Pablo de Sarasate, spielte er ein. Der Tenor Mario de Monaco empfahl seinen Schülern, singt wie Aldo Ferraresi Geige spielt. Auch bei Sarasate betört Ferraresi mit innigem Belcanto. Er spielt hier wieder auf Paganinis ehemaliger Konzertgeige, der sogenannten Kanone.
Unsere heutige Sendung mit historischen Aufnahmen war dem italienischen Geiger Aldo Ferraresi gewidmet. In einer Einspielung von 1963 hörten Sie zum Schluss die Romanza Andalusa, Opus 22 Nummer 1 von Pablo de Sarasate. Aldo Ferraresi wurde am Klavier begleitet von seinem Sohn Augusto. Diese Sendung können Sie auch noch online hören unter www.deutschlandfunk.de. Heute in einer Woche erinnern wir in den historischen Aufnahmen an den 250. Todestag von Georg Philipp Telemann. Mit Dank fürs Zuhören verabschiedet sich am Mikrofon Norbert Hornig. Deutschlandfunk.